Ja, hallo und herzlich willkommen, Soccer Plaza Schwabach, die fünfte offizielle Ausgabe zum Club-Expertenforum. Und Club-Expertenforum, deswegen haben wir hier uns eine launchige Runde heute Abend hier zusammengestellt. Kurz vor dem Rückrundenauftakt des ersten FC Nürnberg sind wir mal gespannt, was heute so als Themen rauskommen. Nachdem ja die Jungs hier alle ein bisschen was mit Jugendarbeit zu tun haben, sollte die Jugend sicherlich nicht untergehen, aber der erste FC Nürnberg hat ja eine relativ junge Mannschaft. Von daher, denke ich mal, haben wir auch die passenden Ansprechpartner heute Abend mit dabei. Denke ich mal, gehen wir mal die Runde durch. Reini Hintermeier, erstmal herzlich willkommen hier in Schwabach beim Club Expertenforum. Hallo. Dann nebendran Dieter Nüssing, was würden wir sagen? Der fränkische Westfale immer für einen lockeren Spruch gut. Deswegen denke ich mal auch hier in der Runde direkt passend. Hallo, servus. Hallo, servus. Dann der Rainer Zietsch mittlerweile auch. Ja, der Jugendhervorbringende beim 1. FC Nürnberg an der Seite, gemeinsam mit Dieter Nüssing, die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums. Servus. Hallo, servus. Und dann habt ihr noch einen Trainer mitgebracht, der für die ganz Kleinen zuständig ist, braucht ein bisschen noch sozusagen, bis deine Kicker irgendwann mal oben angekommen sind. Der Oskar, ebenfalls vom Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Hallo. Hallo. Bevor wir erstmal über den Nachwuchs reden, hätte ich mal gesagt, wir haben ja erstmal eine fußballfreie Zeit zum Überbrücken, zum Überwintern gehabt. Deswegen heißt das Ganze auch Winterpause. Wie habt ihr die Winterpause so verbracht? Fehlt euch momentan schon ein bisschen Fußball? Ja, ich finde, es ist interessant, wenn es jetzt wieder losgeht. Wenn man viel mit Fußball zu tun hat, dann will man natürlich, oder ist man froh, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Wie hast du die fußballfreie Zeit verbracht? Ist dir langweilig geworden? Musstest du auf einmal einkaufen gehen, kochen, putzen? Oder durftest du trotzdem deine Freizeit so gestalten, die noch was mit Bällen zu tun hatten? Im Nachwuchsleistungszentrum gibt es keine Fußballpause, da geht es immer weiter. Wir haben ja dann noch mit den Jugendmannschaften Hallenturniere und auch mit der Traditionsmannschaft waren wir ein paar Mal unterwegs. Und da gibt es nie Langeweile, aber ich bin jetzt auch froh, wenn endlich die Bundesliga wieder anfängt. Ist der Oskar einer, der vom Alter her schon bei der Traditionsmannschaft mitspielen dürfte? Er hat ein paar Mal unter falschem Namen gespielt, weil man halt wenig Leute hatte. Aber normal vom Alter her darf er noch nicht mitspielen. Aber er tut es trotzdem. Ansonsten freust du dich auch schon langsam wieder, dass Bundesliga-Fußball, dass da der Ball am nächsten Wochenende wieder rollt? Ja, natürlich. Wir sind ja nicht nur Trainer, wir sind natürlich auch Fans gleichzeitig. Und von daher, wie jeder Fan, wir freuen uns riesig auf den Start wieder. Ja, Rainer, auch bei dir die fußballfreie Zeit, so langsam Samstag, tausendstes Bundesligaspiel des 1. FC Nürnberg. Denke ich mal, geht man schon mit einem guten Gefühl wieder ins Stadion. Ja, natürlich freuen wir uns auch wieder auf das Spiel, auch wenn so eine fußballfreie Zeit auch mal nach einer Vorrunde mal ganz gut wird, ein paar Tage. Aber jetzt sind wir alle gespannt, wie das tausende Spiel, ob die Jungs gut aus dem Trainingslager wieder ihre Form gefunden haben, und wir freuen uns alle drauf. Jetzt wollen wir mal noch mal ein bisschen gucken, was war bisher so in dieser Saison, was bisher geschah. Denke ich mal, der 1. FC Nürnberg eine gute Vorbereitung gehabt, gut in die Saison reingekommen. 3 Siege aus den ersten 5 Spielen, da haben schon viele wieder so das Träumen angefangen. Oh, könnte ja so weitergehen wie im Jahr davor, als der Club als Sechster ja doch alle letztendlich überrascht hat. Nur, es ging nicht ganz so weiter. Die Gründe dafür sind aber trotzdem letztendlich so weit, denke ich mal, erklärbar und greifbar, dass man damit umgehen kann. Ja, natürlich kann man das alles, wenn man das nachvollzieht, wenn man sieht, was für Verletzten wir letztendlich hatten und vor allen Dingen halt von Spielern, die bei uns schon eine sehr, sehr große Rolle spielen und sehr wichtig sind. Wir haben jetzt, der 1. FC Nürnberg ist die letzten Jahre den Weg gegangen, auch verstärkt auf junge Spieler zu setzen. Umso wichtiger sind aber dann natürlich die paar Alten, die man noch hat. Und wenn die aber dann einer nach dem anderen immer wegbricht, dann fehlt den Jungen natürlich auch irgendwas, wo sie sich dran orientieren können. Und das war natürlich bei uns in der Vorrunde sehr oft oder sehr viele ältere Spieler sind ausgefallen und die Jungen, die sind zwar alle, die haben die Qualität, aber es war dann doch schwierig, wie es dann auch mal losging, dass man nicht mehr gewonnen hat. Und dann sind halt solche Spieler noch mehr gefordert als, und da können die Jungen noch nicht so einspringen, wie wenn es vielleicht halt, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hätten. Reini, wie siehst du es, die Vorrunde wechselhaft? Ist der Verein hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben oder war das alles schon so okay für den Maßstab 1. FC Nürnberg? Ja, ich glaube, ganz entscheidend war mal, dass man sehr viele gute Spiele abgegeben hat. Also auch von der Kreativität, muss man sagen, hat man eigentlich die richtig guten, die sind ja weggegangen zu Dortmund und Werder Bremen. Und die natürlich immer 1:1 zu ersetzen, ist natürlich schon schwierig.
Und ich glaube, dass man im Moment schon eigentlich das, also da positioniert ist, wo man eigentlich gedacht hat, wo es am Schluss, wo es hingehen könnte, wenn man so gute Spiele immer abgibt. Du hast es angesprochen mit Chiba, Ekici, Gündogan, die drei, die gegangen sind. Jetzt sind es ja alles drei junge Kerle, die auch bei ihren neuen Vereinen aufgrund Verletzungen und anderen Gründen zumindest noch nicht zum Stammspieler geworden sind. Aus deiner Sicht, haben sie den Schritt zu früh gemacht, weg vom 1. FC Nürnberg? Ja, zu früh weiß ich nicht. Ich glaube, jeder Spieler muss selber, also die Spieler sind ja in einem Alter, wo sie selber entscheiden müssen und da wissen müssen, ob der Zeitpunkt richtig ist. Oft ist es natürlich auch eine Geldfrage. Und ich glaube, beim 1. FC Nürnberg verdient man nicht so viel wie in Dortmund. Und gerade wenn man einen Spieler haben will, wie jetzt in Gündogan oder Ekici, ich glaube, da wird halt dann doch dort wesentlich mehr bezahlt, als bei uns. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, warum gerade solche Spieler, die beim Club ja groß geworden sind, dass die dann weggehen. Ja, Dieter, wie kommt es, dass die anderen so viel mehr zahlen können als der 1. FC Nürnberg? Ja, ich denke, das sind alles die Mannschaften, die man hört, Dortmund, Bremen, Bayern, Leverkusen, das sind Mannschaften, die fast jedes Jahr im internationalen Geschäft sind. Da wird das Geld verdient. Bundesliga ist denen ja Alltag und solange man da nicht reinschnuppern kann, vielleicht unter die ersten fünf über Jahre mal, dann kann man auch das Geld nicht verdienen, um solche Spieler zu halten. Ja, Rainer, wie arg schmerzt es im Verein wie den 1. FC Nürnberg, solche Spieler immer wieder abgeben zu müssen, um, wenn man sie mal halten könnte, um die mal so ein Gerüst aufbauen, wäre sicherlich der Traum eines jeden Fans. Ja, natürlich, daran arbeiten wir ja auch, das ist auch unser großes Ziel, aber man muss auch ganz klar sehen, im Moment ist die Situation noch so, dass wir aktuell die Spieler ausbilden für die größeren Vereine. Von daher ist halt wichtig, dass wir jetzt mal über ein paar Jahre in der ersten Liga sind, um auch damit der 1. FC Nürnberg den nächsten Schritt machen kann und dann auch irgendwann natürlich auch das Gehaltsgefüge mehr anpasst und dann die Spieler auch länger halten kann. Und das ist unser großes Ziel, dass wir nicht jedes Jahr einfach da immer gegen den Abstieg oder unten mitspielen, sondern wir wollen schon so viele junge, gute Spieler ausbilden und hervorbringen, die dann auch wirklich mal länger bei uns da bleiben und wir auf Dauer einfach erstmal im Mittelfeld mitspielen und dann, wie sie Dieter sagt, vielleicht schaffen wir das dann auch mal regelmäßiger international mitzuspielen. Jetzt im Vergleich zu den letzten 10, 15 Jahren sind in den letzten 2-3 Jahren wahnsinnig viele Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum auch nach oben mitgerutscht. Ich erinnere mich da an den Mendler, an Wiesmeier und wie sie letztendlich alle heißen. Ist das mittlerweile so gut strukturiert, dass man sagen kann, auf Sicht pro Jahr 2-3 Jungs kommen da immer wieder raus. Ist das so ein unerschöpflicher Jungbrunnen oder muss man dafür wirklich so hart arbeiten, dass es auch teilweise mal dann Löcher zu überbrücken gibt, wo 5-6 Jahre mal gar nichts passiert? Nein, also ich denke schon, dass wir inzwischen so gut aufgestellt sind. Also ich meine, man muss ganz klar sagen, wir sind froh hier im Nachwuchsleistungszentrum, dass der Verein vor Jahren gesagt hat, wir setzen auf die Jugend, wir wollen da mehr investieren rein. Und es hat sich ja jetzt auch gezeigt, wir wurden jetzt letztes Jahr ausgezeichnet mit 3 Sternen, mit der besten Bewertung bei Nachwuchsleistungszentren. Und wenn man gut arbeitet und strukturiert arbeitet, dann kommt was raus. Das ist einfach so. Und wir sind froh, dass der Verein den Weg gegangen ist. Und wir sind überzeugt, dass wir in jedem Jahrgang 2, 3, 4 Jungs haben, wo man auch natürlich dann auch erst merkt, wenn sie oben sind, ob sie wirklich den Sprung schaffen. Die meisten haben das Talent, aber die entscheidende Phase ist dann einfach, wenn sie bei den Profis dabei sind, noch nicht regelmäßig spielen. Wie gehen die Spieler mit um, wie geht das Umfeld mit um? Und das kann man nicht immer genau beeinflussen. Das ist so ein bisschen so die unbekannte Konstante noch, wo man noch nicht genau sehen kann, was können wir als Verein noch machen. Aber die Spieler sind da, definitiv. In den nächsten Jahrgängen kommen sie. Und wir haben im Moment auch das Glück, mit Dieter Hecking einen Trainer zu haben, der sie reinwirft. Und das sehen wir auch, dass die Spieler auf uns zukommen inzwischen. Es ist in Deutschland bekannt, dass junge Spieler beim 1. FC Nürnberg eine Chance haben. Und das hilft uns auch wieder dahin zu kommen, wo wir hinwollen, auf Dauer, mittel- bis langfristig in der Bundesliga nach oben zu kommen. Dieter, jetzt habt ihr, was Nachwuchsleistungszentrum anbelangt, als 1. FC Nürnberg 3 Sterne gekriegt, der FC Bayern München nur 2 Sterne. Da sind wir schon top, oder was? Ja, top werden wir noch nicht sein. Man kann im Jugendbereich gar nicht gut genug arbeiten, Jahr für Jahr. Und Bayern München, denke ich, hat es in den letzten Jahren auch ein bisschen schleifen lassen. Also so hatte ich zumindest den Eindruck, gerade von der Sichtung her und vom Arbeiten her,
die guten Jahrgänge, die jetzt auch noch teilweise in der ersten Mannschaft spielen, wie Lahm, Schweinsteiger, Badstuber, wie sie alle heißen, ja, das hat praktisch vielleicht die Leute da ein bisschen blind gemacht. Oder, und wir müssten halt immer, es geht gar nicht anders. Und ich muss sagen, das kann auch kein Einzelner. Da braucht man ein gutes Team, da braucht man 10, 15 Mann, um eben so eine Nachwuchsleistung auf diesem Niveau halten zu können. Und das ist bei uns eben der Fall. Es sind alles fleißige, willige Leute, die auch alle für einen Club da sind. Auch da gibt es keinen Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn einer Trainer ist, der macht halt dann sein Spiel und geht trotzdem mal einen Tag noch woanders hin sichten. Und ich denke, nur so geht's. Und wir müssen immer schneller sein wie die Großen, weil sonst schnappen die uns die besten Spieler weg. Aber das haben wir, glaube ich, in den letzten 5, 6 Jahren ganz gut hingebekommen. Reini, wie siehst du es? Seit 10, 15 Jahren ist dein Name immer eng mit Nachwuchsarbeit, mit Jugendförderung verbunden. Wie siehst du momentan die Situation im fränkischen Nachwuchsfußball? Weil es gibt ja zwei große Vereine, wo immer wieder beide Vereine jetzt auch in den letzten Jahren Schlagzeilen machen, dass gerade junge Spieler dort ihre Chance kriegen. Und das Schöne ist, es sind immer mehr Franken dabei. Ja, ich glaube, es war immer eine Zeit lang so, dass Greuther Fürth da sehr, sehr viel gemacht hat und auch ein Stück weit, sagen wir, ein Stück weit vor uns war. Aber ich glaube, war es dann so, dass der Dieter Nüssing das ja wieder übernommen hat im Jugendbereich und dann wurden die Sachen schnell wieder mal korrigiert. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir, glaube ich, richtig gute Talente haben. Also ich glaube, das ist einerseits, weil einmal sehr viel gesichtet ist. Es gesichtet wird bei der ganzen Geschichte und ich glaube, das macht der Oskar zum Beispiel sehr gut. Also ich habe ja selber mit ihm zusammengearbeitet und ich weiß, dass er da unheimlich rührig ist, was der sehr viel sich Gedanken macht, wenn kann er da alles bringen. Und das, muss ich sagen, ist wirklich super und ich glaube, das ist in dem Bereich auch ganz, ganz arg wichtig. Und mittlerweile, glaube ich, ist es wirklich so, dass oben von der A-Jugend runterwärts bis zu den Kleinen, glaube ich, richtig gute Talente beim 1. FC Nürnberg sind. Ja, Oskar, du bist gerade eben schon angesprochen worden. Was bräuchte denn ein junges Kind an Voraussetzungen, dass man sagt, ja, können Sie mal mit dem Fußball probieren und es könnte auch gut werden? Es wäre schön, wenn das so einfach zu beantworten wäre. Es gibt sicherlich Dinge, die Grundvoraussetzungen sind. Ich denke, heute bestimmte technische Fertigkeiten mit Ball umzugehen, das ist mit Sicherheit also eine absolute Grundlage, die einfach ja, entwickelt werden muss, die da sein muss, die entwickelt werden muss. Und dann kommen viele, viele Dinge dazu. Einiges ist ja in der Runde schon gefallen. Dinge wie Disziplin, Leistungswille, Durchsetzungsvermögen, natürlich auch ja, sich quälen zu können. Rainer Zietsch hat es vorhin angesprochen, bestimmte Phasen zu überstehen. Das Schlimme ist ja heutzutage, dass man bis zum gewissen Alter, wenn man ein guter, überdurchschnittlicher Junge ist, in aller Regel immer nur Schulterklopfen bekommt. Und wenn es das erste Mal nicht mehr Schulterklopfen gibt oder nicht mehr nur die Nummer 10 und die Spielführerbinde, dann geht es so langsam los. Und das ist vielleicht so die erste Situation, da kommen ganz, ganz viele. Das ist sehr schwierig zu sagen, das sind genau die Kriterien. Also desto jünger die Spieler, desto größer das Fragezeichen einfach. Reini, wie haben sich so die Verantwortungen oder das Anforderungsprofil für die Spieler verändert, sage ich mal? Wenn ein 18-Jähriger vor 20 Jahren Profifußballer geworden wäre zu heute, ist das gleich geblieben oder hat sich da schon einiges verschoben, verändert? Ja, da hat sich viel verschoben. Auf der einen Seite muss man immer wieder sagen, es gibt gewisse Sachen, die sind auch gleich geblieben. Ja, also ich denke immer noch, dass, also wenn man halt vernünftig passen kann und den Ball vernünftig auch nehmen kann, dann kann man im Jugendbereich schon mal halbwegs gut Fußball spielen. Dann ist schon sehr, sehr weit. Deswegen ist es für mich ja immer ganz wichtig, dass man jetzt gerade die Jüngeren oder kleine Jungs da ausbildet, dass die einfach mal vernünftig lernen, ihre Basics lernen. Das heißt, sie müssen einen Ball vernünftig passen können und müssen einen Ball vernünftig annehmen. Dass sich das natürlich alles körperlich weiterentwickelt hat gegenüber früher, also da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen nicht. Wenn man so in der Medienlandschaft sich umhört, so oftmals wird bemängelt, so die Typen fehlen, da die Skandale hin, dass man einfach mal was passiert, dass einer mal frech ist und über die Stränge schlägt. Kann man sich das als heutiger Jungprofi überhaupt noch erlauben oder sind die Jungs einfach so viel bräver geworden, Rainer? Die sind nicht breiver geworden, aber sie können es sich definitiv nicht mehr erlauben. Das ist einfach so. Wenn ich dran denke, wie wir früher Profis waren, da war pro Woche im Training vielleicht mal ein Journalist, der ums Eck gekommen ist und vielleicht maximal ein Kamerateam. Und heute natürlich, die Journalisten wollen immer Action in Spruch von einem Profi.
Nur was ist, wenn er den Spruch macht? Da wird er dann praktisch breit getreten im Internet, auf Facebook, auf YouTube, überall. Und geht im Grunde genommen dem Junge dann wieder, ist ein Bumerang letztendlich. Ne? Und von daher haben es die jungen Spieler heutzutage um einiges schwerer als wir. Da bin ich überzeugt von. Mit dem Internet, mit dem Facebook, das sind alles Dinge, mit denen die konfrontiert werden. Wenn da einer leicht ablenkbar ist und alles oder anfällig, dann wird es schwierig. Und von daher die Jungen müssen da schon aufpassen. Und es wirkt vielleicht dann nach außen, dass sie alle angepasst sind oder so. Aber Fakt ist, wenn einer mal daneben haut, dann ist er in der Bildzeitung auf der ersten Seite, ist im Internet überall und kriegt von aller Seite Feuer. Also da wäre so ein Typ wie jetzt der Dieter falsch für die Zeit. Wieso der Dieter hat und nicht hatte Dieter? Weil Dieter war doch immer alles vorbildlich. Wurde mir berichtet. Ach so. Also du warst dann eher sozusagen der zurückhaltende Jungprofi. Na, das. Der Reini war ja genauso. Ja, danke, dass du mir ins Boot mitnimmst. Naja, ich möchte nicht allein hier sitzen. Ne? Aber das war schon zu unserer Zeit wieder rein, also viel, viel einfacher. Also in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr schwierig. Man sieht es jetzt auch wieder am Fall Breno. Schau, der macht einen Spruch und hat gleich das ganze Verein, das ganze Umfeld, die Presse, alles gegen sich. Und wenn man mal was unbedacht sagt, wird das sofort auf die Waage gelegt. Und das war in unserer Zeit nie der Fall. Und wir konnten uns da auch ausleben und haben sicherlich auch den einen oder anderen Spruch mal gemacht. Aber es war auf jeden Fall nicht so wie jetzt, oder? Ja, mit Sicherheit. Gibt mittlerweile immer verrücktere oder andere Trainingsmethoden. Mittlerweile ist eine der Schlagworte Live-Kinetik. So eine stillhaltende Katze oder sonst irgendwas, wie da die Figuren immer beschrieben werden. Hättet ihr euch da früher kaputt gelacht oder wie wärt ihr damit umgegangen, wenn der Trainer gesagt hätte, ja, wir bewegen uns jetzt mal nicht schnell, wir laufen jetzt mal keinen Ball hinterher, sondern wir machen das jetzt mal Verrenkungen. Eine Augenklappe aufsetzen oder so. Ne? Ja. Na, das wäre schwer vorstellbar gewesen, ja. Ich denke, da hätte der Wenauer oder Erne, ja, ob der Trainer einen Knall hat, sowas mit uns zu machen. Aber es gehört halt eben dazu. Der Oskar zum Beispiel hat diese Live-Genetik-Trainer-Ausbildung auch gemacht. Für uns ist das nichts mehr. Wir gehen langsam auf Rennenalter zu. Aber es gehört dazu und man muss halt Schritt halten im Sport auch. Was 1970 gut war, ist heute natürlich scheiße. Aber das hat natürlich auch, jetzt heißt das anders. Also wir haben vor 15 Jahren mit Tennisbälle rumgemacht. Heute halt nicht mit der Hand, sondern mit dem Fuß. Also wir machen das heute noch. Also das Ding hat halt einen anderen Namen gekriegt. Das heißt jetzt Live-Kinetik und dadurch wird das interessanter. Aber gearbeitet haben wir mit solchen Sachen auch. Früher haben wir immer gesagt, die Fußballer sind nicht gerade die besten Tänzer, weil sie manchmal hüftsteif waren, aber gerade in der Hüfte soll ja jetzt mittlerweile mehr Schwung reinkommen. Ist das so vielleicht ein bisschen einer der Unterschiede so zwischen heute und früheren Fußballern? Na, ich war zum Beispiel ein guter Tänzer. Das war einer der einfachen Übungen. Wissen die Jungs da heutzutage... Ach, da mal Oskar, der weiß darüber Bescheid. Deine Frage lautet? Ja, na, jetzt zu diesem Live-Kinetik. Wo liegen da die Schwerpunkte? Was nehmen die Spieler da mit, was man mit anderen Trainingsinhalten so nicht mitgenommen hat? Ja, ich will nicht behaupten, dass man das nicht anders mitnimmt. Faktisch ist es, ist eine Koordinationsschule. Es geht immer ums Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskulatur. Bestimmte Dinge einfach zu verbessern, um Bewegungsabläufe am Ende ökonomisch zu machen. Wir dürfen bei dieser ganzen Diskussion, Athletikbereich und wie gesagt, Koordinationsschule, was ist da alles, habt ihr nicht vergessen, wir spielen immer noch Fußball. Also bei aller Wissenschaft und allen Dingen, die da sind, wir sind uns schon dessen bewusst, was wir eigentlich wollen. Also es sind alles mit Sicherheit Bausteine und Dinge, die wichtig sind und vielleicht so den kleinen Unterschied ausmachen können. Aber die Basis ist es das Fußballspiel. Also das muss man bei aller wissenschaftlichen Diskussion dann auch mal klarstellen. Zunächst mal spielen wir Fußball. Wenn wir das geschafft haben und gleichzeitig so an den kleinen Schrauben noch drehen, wenn uns das überall gelingt, dann kriegen wir wahrscheinlich richtig, richtig gute Fußballer.
Also es reicht nicht, wenn man in Live Kennedy gut ist, dass er zu uns ins NLZ kommt. So, also wir bilden keine Tennisspieler aus, egal ob sie mit der Hand oder mit dem Fuß spielen. Ja, aber früher gab es ja auch mal gute Leichtathleten, die sich dann am Fußball, so Hans-Peter Briegel, auch nicht so schlecht angestellt haben. Ja, okay, die gab es ja 2006 auch noch, wenn die Odonkor, der pfeilschnell war. Und die wird es immer wieder geben, sage ich mal, klar. Aber letztendlich, wie es der Oskar sagt, man darf das nicht überbewerten, aber es kann den kleinen Unterschied bei dem einen oder anderen Spieler ausmachen. Da sage ich, da würde ich am liebsten dann wahrscheinlich zum Reini in die Schule gehen. Der Felix Magath nimmt die ganz großen Bälle, die auch noch schwer sind. Der Reini, wenn er sagt, dass er mit Tennisbällen lieber trainieren lässt, dann sind mir die dann doch eher handlich und ich denke mal für das Fußfeeling auch gar nicht so schlecht. Ja, ich bin immer der Meinung, wenn man einen Tennisball beherrscht und es gibt bei mir in der Schule Samwiche, die jonglieren mit einem Tennisball 80 Mal, dann glaube ich, kann er das auch mit einem großen. Und wir arbeiten mit verschiedenen Bällen, also Tennisbälle, kleinere Bälle und dann auf größere. Zumindest kriegen die einmal richtig gutes Ballgefühl. So, und das, was ich vorhin gesagt habe, die Basics, die müssen einfach stimmen. Man muss seinen Ball beherrschen, man muss in der Lage sein, nicht immer nur auf den Ball zu schauen, sondern nach vorne, weil dann sieht man mehr. Und wenn die halt einen Tennisball beherrschen, dann braucht er auf den großen Ball nicht mehr runterschauen, wie er denn führen muss. Das geht dann automatisch. Und ich glaube, wenn man jetzt sieht, dass bei mir in der Schule, da war Sergian Sarara, da war Edgar Brieb, oder da waren viele, die halt auch Mädchen, die das mittlerweile richtig gut beherrschen, sind alle, die im Technikbereich richtig gut ausgebildet worden. Das hängt damit zusammen. Also die unterschiedlichen Bälle, damit man ein Gefühl für den Fuß kriegt, das hattet ihr immer am Pfalzner Weiher draußen, die unterschiedlichen Räume. Und da war es schwer, alles irgendwie so zu integrieren. Jetzt kommen wir zu eurem neuen Gebäude, was ja da sichtlich wächst. Die Hülle ist eigentlich schon fast so weit vorhanden, dass man sagt, ihr könnt da eigentlich morgen einziehen. Okay, innen muss noch ein bisschen was gemacht werden. Was hat es denn für euch jetzt zukünftig für Vorteile? Freust dich schon? Hast dein Büro schon virtuell eingerichtet? Nein, noch nicht. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Aber ich denke, insgesamt für den Verein ist es mal wichtig, dass alle mal in einem Haus sitzen, weil wir haben, wenn wir irgendwo hin müssen, wir zwei sitzen vorne im Bungalow, der Oskar sitzt in der Halle, die Trainer haben ein eigenes Trainerbüro, ein bisschen weiter hinter der Halle. Ja, also man hat auch so immer Wege und Kommunikation ist halt immer nicht so möglich. Und wenn alles unter einem Dach ist, denke ich, wird das Miteinander noch ein bisschen besser. Kommt so die Jugend auch noch mehr mit den Profis in Verbindung? Sodass genau das ist es auch. Die Profis haben ja dann den unteren Trakt mit ihren Umkleideräumen. Die Jugendspieler sehen die Profis, man kann mal miteinander reden. Ne? Sie sehen ihre Vorbilder. Ich denke, das ist insgesamt, war das an der Zeit schon lange, dass der Verein mal so Gebäude hinstellt. Was würde denn darüber hinaus noch fehlen, sage ich mal, hin zur Perfektion oder wären das sozusagen jetzt erstmal die Maßstäbe, die man so gesetzt hat? Ja, es gibt immer noch weitere Dinge. Was wir noch benötigen würden, wären zwar der Kunstrasenplatz. Also wir haben jetzt einen Kunstrasen und der ist natürlich dann im Winter schon relativ klein. Wir haben 12 Mannschaften im Nachwuchsleistungszentrum und da würde uns gut tun, wenn wir unseren Achter Werferwiese hieß sie früher, glaube ich, Werferwiese, ja. Werferwiese, wenn wir da jetzt auch irgendwann den Kunstrasen bekommen würden. Aber klar, wir arbeiten dran und der Verein ist sich auch bewusst, und wir sind froh, dass mit dem Gebäude schon gekommen ist. Und was ich halt überragend finde, ist natürlich auch, dass das die Fans finanziert haben. Also das finde ich schon was ganz Besonderes und zeigt auch wieder die Besonderheit von so einem Verein. Und das ist ja auch was, wo wir auch versuchen, unseren Jungs mitzugeben, dass der Club nicht nur ein Verein ist, sondern halt, dass er wirklich der Club ist. Und das ist ein großes Ziel von uns. Und das sind halt viele ehemalige Spieler, die das vielleicht den Spielern dann auch nochmal ein bisschen besser verdeutlichen können. Und von daher finde ich das mit dem Gebäude klasse. Und es hilft uns enorm in nächster Zeit. Jetzt reden wir mal über die Spieler, die schon, sage ich mal, bei euch so halb auf dem Sprung hängen, schon übergeben sind, bei den Profis schon ein bisschen dabei sind, teilweise sogar noch bei euch spielen dürften. Sie einen Mändler, aber die sind ja schon eigentlich eher an der ersten Mannschaft dran. Was fehlt denen noch, sage ich mal, um jetzt von so einem Wechselspieler, gelegentlich Bank, gelegentlich Tribüne, hin zum festen Bestandteil auf dem Rasen zu werden? Ja, in erster Linie Erfahrung. Das ist einfach so. Also ich meine, Markus Mändler ist Stand heute noch A-Jugendspieler. Das darf man nicht vergessen, der ist jetzt schon seit über einem Jahr bei den Profis dabei, im jungen Jahrgang A-Jugend war er schon bei den Profis, was sicher ungewöhnlich ist und hat sich da sicher sehr gut entwickelt. Aber er braucht jetzt auch seine Spiele, er muss regelmäßig spielen, braucht Erfolgserlebnisse
Und dann kommt das von ganz alleine. Und jetzt ist schon so ein bisschen die entscheidende Phase bei den jungen Spielern. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie die Geduld, die Sie einfach jetzt noch brauchen? Hat das Umfeld die Geduld und erwartet nicht zu viel von denen? Aber der Markus hat außergewöhnliche Fähigkeiten und die hat er schon gezeigt. Und ich bin überzeugt, dass er seinen Weg machen wird, wenn er im Kopf so klar bleibt, wie es im Moment ist. Und auch jetzt bei uns, am Dienstag hat er wieder in der U23 gespielt beim Freundschaftsspiel in München. Die Spiele braucht er jetzt und von daher sind das alles Spieler, die man im Moment, oder viele von denen kann man im Moment bedenkenlos schon reinwerfen, ob mal ein Spiel von Anfang an oder auch mal eine halbe Stunde. Aber für den nächsten Schritt brauchen sie natürlich auch eine Entwicklung in der Mannschaft und dann ist es ein bisschen schwieriger, wenn es eine Mannschaft ist, die morgen oder am nächsten Spieltag unbedingt die 3 Punkte braucht. Wie wenn die in eine Mannschaft kommen, wo 10 oder 6, 7 erfahrene Leute sind, die spielen im Mittelfeld, haben ein Spiel am Wochenende, da kann ihm dann auch mal wieder ein bisschen einfacher die 1, 2 Junge reinwerfen und das Problem haben wir im Moment noch, aber daran arbeiten wir. Reini, wie siehst du es? Der Club ist in der Spitze sehr, sehr breit aufgestellt, was junge Nachwuchshoffnungen anbelangt, da nehme ich einen Robby Mark mit rein, da nehme ich einen Mendler mit rein, da nehme ich einen Wismayer mit rein, auch ein Esswein ist noch in dem Alter. Ist das vielleicht sogar ein kleiner Nachteil, dass ich da zu viele für ähnliche Positionen habe, die alle so vor dem nächsten Schritt stehen? Nein, oder ist das ein Luxus? Ich glaube, zu viele kann man nicht haben. Also ich finde es einfach interessant, wenn man so sieht, was sich in der letzten Zeit alles entwickelt hat beim Club. Also wenn ich jetzt den Julian Wismayer sehe, wie der sich in die Mannschaft eingebracht hat und was der für ein Potenzial hat, oder der Robin Mack jetzt oder der Mendler. Also ich glaube, da kann man schon richtig stolz sein drauf. Und ich denke, da kann man nicht zu viel haben. Da kann man eher mal zu wenig haben. Aber es ist ja nicht gesagt, dass jeder beim Club bleiben muss. Also der eine oder andere wird vielleicht da mal einen anderen Weg gehen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man vielleicht eine Ablöse für sich, für so Jugendspieler kriegt. Aber ich glaube, zu viel kann man da nicht haben. 7,5 Mill. von Philipp Wollscheid. Gutes Geld oder schade um Philipp? Erstmal, ich denke, Innenverteidiger kann man immer wieder selbst ausbilden oder finden. Für uns war der Philipp sicher ein wichtiger Mann, aber wenn es um solche Ablösesummen geht, finde ich es auch das vom Verein her richtig, dass man die dann auch mitnimmt. Also Innenverteidiger für 7,5 Millionen Euro, das darf davon träumen manche ja. Ist das so ein bisschen die Krux eines ersten FC Nürnberg, ähnlich wie andere Mannschaften? Auch Gladbach muss sich jetzt auch von einem Reus trennen, dass man halt einfach in dem Bereich Bundesliga ist, dass oben drüber 7, 8 Mannschaften einfach mit völlig anderen wirtschaftlichen Verhältnissen stehen und man halt einfach gucken muss, dass man trotzdem in dieser Mittelschicht irgendwie Bestand hält und da mit drin bleibt, dass man nicht nach unten abrutscht, sondern gelegentlich muss man halt nach Spieler nach oben weglassen, aber man muss sich von unten halt auch immer so zumachen, dass man dann auch im Mittelfeld der Bundesliga bleiben kann. Ja, natürlich. Ich meine, es ist einfach so, die Bundesliga. Es gibt 5, 6 Vereine, die Ablösesummen zahlen können, von denen wir nur träumen. Im Grunde genommen, wisst ihr, die das sagt, muss man bei so einem Transfer einfach sagen, muss man machen, weil dann sind wir halt auch wieder gefordert, für Nachschub zu sorgen. Aber klar, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir wollen natürlich auch dahin kommen, dass man auch mal in dem mittleren Bereich ist, wo die Diskrepanz nach ganz oben auch von den Gehältern nicht mehr ganz so groß ist. Und wo vielleicht das ausreicht, dass die Jungs wissen, beim 1. FC Nürnberg zu spielen, ist was Besonderes. Es ist in dem Stadion was Besonderes und das merken alle, die mal hier gespielt haben, die dann vielleicht mal woanders sind, wie die alle davon reden, Mensch, beim Club, das war klasse, da sind Emotionen, da sind die Fans wie eins hinter der Mannschaft. Und dass man dann mit solchen Argumenten auch Spieler überzeugen kann, auf ein paar Euro zu verzichten, damit wir so langsam wachsen und auch, wie gesagt, immer weiter nach oben kommen. Und da glaube ich schon, dass wir im Moment auf einem guten Weg sind. Aber da gehört so ein Transfer dazu, definitiv, in Innenverteidiger. Auch wenn es natürlich uns um den Philipp wehtut oder schade. Aber ich glaube, es gibt wenig Vereine in den letzten Jahren, die Innenverteidiger für dieses Geld verkauft haben. Und da muss man einfach sagen, es sind noch mal Summen, die wurden früher nicht mal für Stürmer bezahlt. Das hat man in den letzten Wochen und Monaten oder seit Jahren ist es ja immer wieder so, die Diskussion, dass Jugendspieler immer früher teilweise Vereine wechseln, teilweise waren 5, 6, 7-Jährige schon verpflichtet, dann geht es weiter mit 13, 14-Jährigen. Ist dieser Weg noch gesund oder ist es einfach vielleicht sogar auch ein Muss von den großen Vereinen, um da mit dran zu sein? Wenn man sich sieht, ein Lionel Messi, der ist ja auch mit 14, 15 von seiner Heimat weg,
Mit 13 sogar, glaube ich sogar. Mit den Eltern. Das ist schon extrem. Und natürlich geht die Entwicklung. Wir sind alle in einem Wettbewerb, definitiv. Also alle Nachwuchsleistungszentren wollen so früh wie möglich die besten Spieler bei sich haben. Trotzdem muss jeder Verein für sich verantwortlich damit umgehen und sagen, ist es verantwortlich, einen 13-jährigen Junge von 600 Kilometer herzuholen? Wir sagen ganz klar nein. Also wir würden das nicht machen, den 13-Jährigen zu uns zu holen, auch wenn er noch so ein Riesentalent wäre. Vor allen Dingen kann man keine hundertprozentige Prognose abgeben, wird es wirklich einer. In 13-Jährigen muss sie eigentlich mit Eltern zu uns holen, wie Messi mit Eltern nach Barcelona gegangen ist. Und den Schuh, wollen wir uns nicht anziehen, das ist nicht unsere Überzeugung. Und von daher konzentrieren wir uns natürlich in dem Altersbereich schon in erster Linie auf die fränkischen oder bayerischen Talente. Aber grundsätzlich sind wir da in einem Wettbewerb und wir als Verein sagen, okay, so zwei, drei Stunden Fahrt für die Internatspieler ist das Maximum in dem Alter. Sie müssen die Chance haben, heimzukommen mal. Das sind alles junge Spieler, die sich dann schwer tun, wenn sie es erstmal nach Nürnberg kommen, in die Stadt kommen. Die müssen einfach die Möglichkeit haben, dass die Eltern eine Bindung herstellen können, ob die Eltern selbst kommen oder der Spieler fährt heim. Und von daher sind wir in dem Wettbewerb dabei, aber wir wollen unseren Weg gehen und denken, dass wir da im Moment eigentlich ein für uns annehmbarer und verantwortungsvoller Weg eingeschlagen haben. Oskar, inwieweit ist es wichtig, dass auch neben dem ganzen Sportlichen auch die Schule mit Versorgung, dass der Verein sich da auch mit drum kümmert, dass das alles sozusagen eine Gesamtlösung ist? Ja, mit Sicherheit enorm wichtig. Also ich glaube, früher haben wir gesagt, wir trainieren die Spieler, heute betreuen wir sie. Also es ist jemand, der sich in jungen Jahren oder überhaupt im jungen Bereich für so einen Schritt entscheidet, der geht immer zwei Ausbildungen ein. Also eine Fußballausbildung und muss parallel einfach seine schulische Ausbildung meistern. Und der Verein muss sagen, jetzt speziell, kann ja nur für uns sprechen, wir investieren da unwahrscheinlich viel Zeit, Mitarbeiterzeit, unwahrscheinlich viel Budget natürlich auch und viel, viel Betreuungsaufwand für jeden einzelnen Spieler, der bei uns ist. Wir haben Kooperationen mit Schulen, mit der Industrie- und Handelskammer. Es gibt viele, viele Zusammenarbeiten in Richtung Ausbildung und schulische. Also die sind so vielfältig und gehen in so viele Richtungen und jeder Spieler hat natürlich andere Interessen, aber es muss einfach parallel laufen. Es wird sich niemals jemand von uns im Nachwuchsbereich anmaßen, von der Profikarriere auszugehen. Also mit Sicherheit nicht. Absolute Pflicht ist ein Schulabschluss. Also Jungs müssen den Abschluss bei uns haben. Ob jetzt Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, ist egal. Aber wir haben in den Zeiten, wo wir jetzt da in der Verantwortung stehen, gab es keinen Spieler, der die Schule abgebrochen hat und dann einfach nur noch auf Fußball gesetzt hat, vielleicht schon in der B-Jugend. Und das sind wir absolut dagegen. Reini, würden die Fußballer dadurch immer intelligenter, zwangsweise? Also bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, der hat eine Fußballintelligenz, der kann aber durchaus ein schlechter Schüler gewesen sein, aber war halt ein Riesenfußballer und Fußballintelligenz, glaube ich, ist was anderes. Aber ich denke, das ist für einen Fußballer auch wichtig, aber das heißt nicht, dass er intelligent sein muss. Wir blicken jetzt endlich für viele vielleicht auf das Jahr 2012. Eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde für den ersten FC Nürnberg. Angefangen hat alles in dieser Rückrunde mit dem Trainingslager in Belek. Drei Neuverpflichtungen hat es gegeben in diesem Winter und ich bin mir ein bisschen so vorgekommen wie das Lied von den Toten Hosen, 10 kleine Jägermeister. Am Schluss ist dann nur noch einer übrig geblieben von den dreien, wenn man sich's anschaut. González ist doch brutal für einen 23-Jährigen, der von Übersee kommt. Schnürt seine Trainingsschuhe nach 20 Minuten, wieder Feierabend, Kreuzbandriss, Dankeschön. Das ist sicher sehr ungewöhnlich und sehr tragisch für den Jungen. Also der fliegt natürlich auch nach Europa, will zeigen, dass er ein guter Kicker ist. Er wurde ja in Amerika auch zum besten Abwehrspieler letzte Saison gekürt. Hat sicher riesige Hoffnungen gehabt und steigt ins Trainingslager ein und nach 20 Minuten erleidet er so eine schwere Verletzung auch gleich. Nicht nur ein Muskelfaserriss oder mal umgeknickt. Gleich eine Kreuzbandverletzung, also das ist sicher tragisch für den Jungen und man kann nur hoffen, dass er da wieder richtig seine Fitness erreicht. Zumal man ja auch auf der anderen Seite sagen muss, tragisch für den ersten FC Nürnberg, weil er wäre ja optional einer der gewesen, wo man hin überlegt hat, könnte er eventuell mal so in Fußstapfen eines Philipp Wollscheib treten, wo man ja in der nächsten Saison auf jeden Fall mal einen Abgang hat. Man hat sich die Option González ja noch offen gelassen. Ist es theoretisch denkbar, einer, der diese Person oder diese Position so ausfüllen könnte, Oskar? Naja, soweit ich das mitbekomme, aber ich muss ein bisschen aus der Ferne reden. Es ist natürlich so, dass es der Grundgedanke, glaube ich, schon eher mittelfristig war.
den jungen Mann einfach mal zu testen und zu sehen, ob er wirklich in die Fußstapfen treten kann. Nichtsdestotrotz, das Thema hatten wir schon in der ersten Halbzeit heute, ist es natürlich eine schmale Gratwanderung. Spieler ranführen und gleichzeitig für Ergebnisse sorgen. Und im Moment glaube ich schon, dass man ehrlicherweise sagen muss, also der Fokus ist jetzt mit Sicherheit mehr gelagert, also dahin gelagert, einfach Punkte zu holen und entsprechende Ergebnisse einzufahren und zu gucken, in welchen Phasen und zu welchen Gelegenheiten dann wirklich die Integration eines jungen Spielers auch machbar ist. Jetzt kommen wir mal zu dem Neuzugang, der immerhin durchgekommen ist, durch die Vorbereitung so weit, dass er zumindest mal nicht verletzt ist, einsatzfähig ist. Adam Luschek heißt er. Was ist das für ein Typ? Bringt er uns weiter? Meinst du mich? Jetzt mal dich wieder. Ja gut, ich kenne ihn nicht so gut. Ich weiß nur, dass er in Kaiserslautern war. Denen war dann die Ablösesumme zu groß. Er hatte auch schon einen Kreuzbandriss. Aber vom Können her, was man von Leuten, von Spielerberatern oder auch die ihn live gesehen haben in Tschechien, was man hört, er ist auf jeden Fall auch auf der ganzen linken Seite verwendbar, defensiv wie offensiv. Also er hat auf jeden Fall schon sehr gute Spiele in der U21 gemacht in Tschechien. Und wir hoffen natürlich, dass er seine Form hier bei uns findet und dass er uns weiterhilft. Reini, die linke hintere Seite, Pinola, jahrelanger Bank in Reihen des 1. FC Nürnberg, er jetzt mit Problemen erstmal außen vor. Marvin Plattenhardt, junger Mann, hinten dran, hat natürlich mit dieser, sage ich mal, großen Hülle Pinola auf der Seite etwas zu kämpfen, schießt überragende Standards. Jetzt hat man für ihn nochmal einen etwas erfahreneren mit dem Luschek neben dran gesetzt. Ist das wichtig, um den jungen Mann nochmal einen Tick mehr zu kitzeln? Ja, ich glaube, für Marvin ist es immer ganz wichtig, dass er einfach Erfahrung sammelt. Das hat der Rainer vorhin schon gesagt, dieser junge Spieler. Das haben wir auch gebraucht in unserer Zeit. Also wir sind auch nicht gleich reingekommen und haben alles bestimmt, sondern wir mussten unsere Erfahrung sammeln. Und ich glaube, das ist bei Marvin genauso. Und ob der Neuzugang ihm hilft, das weiß ich jetzt auch nicht. Dazu kenne ich zu wenig. Aber ich glaube, dass der Plattenhardt seinen Weg macht. Wenn der ein bisschen Erfahrung sammelt, glaube ich, kann der mit Sicherheit einmal den Pinola ersetzen. Ein Javier Pinola, bei den Fans fleißig, leidenschaftlich diskutiert, was er auch für ein Typ ist, ein Argentinier, der mit viel Leidenschaft, mit viel Herz letztendlich in jedem Spiel ein bisschen mit dabei ist. Rainer, wie hast du ihn in dieser Saison gesehen? Sicherlich, da sind sich alle einig, so stark wie in manchen Jahren davor ist er in dem Jahr noch nicht gewesen. Ja, ich denke schon, dass er besser spielen kann, aber wenn man natürlich auch sieht, wir wissen alle nicht, wie lange er jetzt schon mit dieser Verletzung auch gespielt hat, was sicher dann schwierig ist, die Topleistung zu bringen. Es sind Verletzungen, die gab es früher auch nicht, aber klar, das Spiel ist schneller geworden und ich denke schon, dass das den Pino ziemlich lang beeinflusst hat. Er wollte immer wieder spielen, war aber vielleicht doch nicht mehr ganz schmerzfrei und von daher ist es für ihn ist es umso wichtiger, dass er wieder topfit wird. Und dann kann er uns sicher und da kann der Mannschaft natürlich noch extrem helfen. Jetzt kommen wir zur rechten hinteren Seite. Ja, mittlerweile müssten wir ja schon fast überlegen, ob man den Trainer wieder oder den Busfahrer oder sonst irgendjemanden lizenziert. So viele Ausfälle auf einer Seite hat es eigentlich eher selten gegeben. Gut, zwei sind gesperrt, also die Probleme lösen sich irgendwann wieder. Aber dass jetzt dann dazu auch noch ein Juri Jutt angeschlagen ist, haben wir überhaupt noch einen, den wir da auflaufen lassen könnten, Dieter? Ja, wir haben ja genügend. 29 Mann oder 28 Mann. Auf der Seite, denke ich, kann der Häggeler auch spielen. Also für ein, zwei Spiele muss halt einer machen. Die Position muss einer bekleiden. Ich sehe momentan, weil der Balic ja auch verletzt ist, der das, glaube ich, am besten machen kann. Aber ich sehe einen Häggeler da auf der Position am Samstag vielleicht am besten. Ja, ja nicht den Kamowaka. Na, das ist nicht unbedingt mein Fall. Die rechte hintere Seite. Hanno Balic hat man sicherlich auch für die Position ein bisschen mitgeholt. Jetzt fällt er aus. Bei Leverkusen saß er noch auf der Bank, da hat es geheißen, es ist fit. Jetzt liest man, dass das eigentlich eine alte Verletzung ist. Damit die Frage, Oskar, ist das was Dubioses oder ganz Normales? Oh, da bin ich wahrscheinlich der Falsche. Also ich kenne natürlich nicht die genauen Hintergründe, was genau da untersucht worden ist und wie was bei einer Spielerverpflichtung im Wechsel da genauso abläuft. Mit Sicherheit ist es mehr als schade von Clubseite, dass es jetzt tatsächlich so ist und anscheinend ist es auch noch ein bisschen dauert.
Man kann wirklich nur wünschen, dass es sehr, sehr schnell geht, denn es ist Fakt, dass auch das wieder ein Spieler mit einer riesen Erfahrung ist, mit einer Erfahrung, die Mannschaft braucht, die junge Spieler brauchen und die ganz klar auch wieder dahin geht, Stabilität in die Mannschaft zu kriegen und natürlich auch Führungsspieler, vor allem auch die Rede von Führungstypen oder von Typen überhaupt. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, aber es ist extrem schade. Reini, wie siehst du es an Hanno Balic? Ist das eher ein Blockateur oder einer der jungen Spielern, die Entwicklung behindert? Oder ist es einer, der gut ist, die jungen Spieler, dass er die auch noch auf das nächste Level hilft, mit hinzuheben? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass man schaut, ob er in die Mannschaft passt. Also ich glaube, er ist ja nicht gerade der einfachste Spieler. Das heißt aber nicht, dass er hier nicht zurechtkommt. Er war vielleicht in einem Verein, wo er Probleme gehabt hat. Kann aber sein, dass er hierher sehr gut passt und vielleicht sogar Führungsspieler wird, um junge Spieler zu führen oder dass junge Spieler sich bei ihm einmal anlehnen können. Aber das muss man halt abwarten. Wie siehst du da die Rolle im Team von einem Timmy Simmons? Ja, ich glaube, der ist wichtig. Ich meine, er ist Nationalspieler und hat mit Sicherheit sehr viel Anteil gehabt daran, dass wir letztes Jahr sehr gut auf dem 6. Platz gelandet sind. Also ich glaube, der ist ganz, ganz arg wichtig. Aber jetzt wackelt er zuletzt. Hat er natürlich auch körperliche Probleme beim 34-Jährigen. Ist es dann immer so der schmale Grat? Kann man ihn gerade noch aufstellen oder müsste man ihn doch schonenderweise lieber draußen lassen? Ja, okay, da denke ich, haben wir mit Dieter Hecking einen Trainer, der da das sicher am besten beurteilen kann, immer wenn er in der Trainingswoche das beobachtet. Aber der Timmy Simmons ist sicher so ein absoluter Profi, der jeder Truppe, ob jetzt im Training oder im Spiel, helfen kann. Und ich denke schon, er hat es 2 Jahre bei uns verlängert. Ob er jetzt die 2 Jahre unangefochtener Stammspieler bleibt, ich denke, die Überlegung wird gar nicht nur in die Richtung gehen. Aber man hat sich auch gesagt, so ein Spieler hilft unseren jungen Spielern dann auch im täglichen Training. Und das ist auch beim Hanno Balic jetzt der Fall. Also man darf nicht immer nur die Spiele sehen. Ich glaube, durch die Neuzugänge ist auch die Qualität im täglichen Training erhöht worden, was natürlich dann den jungen Spielern auch wieder zugute kommt, wenn sie sich da durchsetzen müssen. Jetzt bleiben wir nochmal in den hinteren Reihen, um darüber ein bisschen durchzugehen. Mit Philipp Wollscheid, Fans diskutieren sehr klar, wir haben es hier in der Runde auch schon angesprochen, extrem schade, dass er am Ende der Saison geht, aber in der Saison ist er sicherlich der wichtige Stabilisator hinten drin. Der Mann an seiner Seite hat sich Dominik Maro mittlerweile so festgespielt, dass man sagen kann, ja, er hat es verdient, da an seiner Seite zu spielen. Wie siehst du es? Ja, im Moment schon. Ich denke, nach dem Ausfall vom Klose hat er Dominik sehr gut gespielt, hat seine Sache gut gemacht. Klose ist ja auch immer noch verletzt, also gehe ich jetzt persönlich davon aus, dass am Samstag Wollscheid und Maro die Innenverteidigung bilden. Es gibt ja Trainertypen, die immer auf große Lackel, auf letztendlich Leuchttürme in der Innenverteidigung stehen. Das ist er jetzt nicht gerade, aber trotzdem, Reini hat mal im Vorfeld schon, er ist trotzdem für seine Größe ein extrem guter Kopfballspieler. Ja, ich glaube, dass jetzt, wenn man jetzt sieht bei Barcelona, da gibt es auch welche, die sind 1,80 Meter und kriegen jeden Kopfball. Und ich glaube, der Dominik Maro hat ein sehr gutes Timing, hat die Spiele, die ich gesehen habe, kaum ein Kopfballduell verloren. Und was mir bei ihm unheimlich gut gefällt, ist, dass er auch, jetzt sage ich mal, seine Gegenspieler wirklich ohne große Fouls zu machen aus dem Spiel nimmt. Und ich denke, der ist mit Sicherheit nicht nur Ergänzung, sondern richtig guter Ersatz. Jetzt kommen wir zur nächsten Position im Defensivverbund, zur letzten, also zum Abschluss hinten dran, den Torhüter. Da gab es ja in der Vorrunde auch einige Probleme. Raphael Schäfer als Stammkeeper in die Saison gegangen, dann mit Problemen behaftet, dann von Rakowski über Stefan wieder zurück zu Schäfer. War das letztendlich auch ein bisschen mit dem Faktor der Vorrunde, dass 18 Punkte letztendlich unter Strich standen, dass auf dieser Position einfach viel Turbulenzen da waren? Naja, ich glaube, man muss mir eins sagen, der Raphael ist ja mit Sicherheit keiner, der jetzt die große Strafraumbeherrschung hat, sondern der ist halt auf der Linie stark im Spiel 1-1. Und ich glaube, die neuen Torhüter, die jetzt kommen, die haben einfach eine andere Ausbildung, was das anbelangt. Und selbst wenn es da jetzt Unruhe gegeben hat, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man jetzt auch einem jungen Spieler die Chance gibt, wenn der Raphael jetzt verletzt ist. Und ich glaube, das ist beim 1. FC Nürnberg so, wenn man sieht, was die 4 Alter haben, dann sehe ich das auch nicht als Unruhe. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit kein Problem, wenn da wirklich mal was passieren sollte. Vielleicht kommt der eine oder andere Torhüter mal ein bisschen zu schlecht weg. Der Alexander Stefan hat mit Sicherheit seine Stärken.
ist natürlich auch nicht ganz einfach, in einer Mannschaft, die nicht absolut top ist in dem Jahr, da hinten sein Mann zu stehen. Da tut sich natürlich Raphael Schäfer schon ganz, also viel leichter. Aber ich glaube, dass der Alexander Stephan durchaus seine Möglichkeiten hat, da in der Mannschaft einmal Stammspieler zu werden oder Stammtorhüter zu werden. Früher hat man immer gesagt, in einer guten Fußballmannschaft hat der Torhüter und der Linksaußen einen Schlag beim Raphael Schäfer. Er ist zwar jetzt nicht der Torhüter der Strafraumbeherrschung, aber wenn die Situation ruht und er sich beschweren kann, ist er auch außerhalb vom Strafraum öfter mal aktiv. Braucht man so wilde, verrückte Kerle manchmal auch auf dem Platz, dass mal das ein oder andere Zeichen im Spiel kommt? Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Du bist als Torhüter Einzelkämpfer und ich glaube, ein bisschen bekloppt muss man sein auf der Position. Ich glaube, jetzt ohne ihm nahe zu treten, ich glaube, das bringt er schon mit. Dieter, da müsste ja von daher dir wieder sympathisch sein, oder nicht? So ein bisschen ein verrückter. Sympathischer Mensch. Wie siehst du die Turbulenzen der Vorrunde auf der Torhüterposition? War das für dich mit ausschlaggebend, sage ich mal, dass die Vorrunde so holprig war? Ich finde, der war ja dann auch mal verletzt, ja. Dann Rakowski drin, wieder verletzt. Dann Alexander Stephan. Also Torhüterposition hatte man in der Vorrunde kein Glück, keine Konstanz. Dann sehe ich trotzdem, dass wir letztes Jahr sehr viel Qualität verloren haben, auch mit dem Wolf. Vom Wolf haben sie zumindest alle Angst gehabt. Ja, der hatte Respekt auch bei den Gegnern. Der ist jetzt auch verschwunden. Dann mit Gündogan Ekici im zentralen Mittelfeld. Hervorragende Fußballer. Konnten wir auch nicht 1:1 ersetzen. Und der Schieber hat bei uns natürlich auch eine überragende Saison gespielt. Also wir haben wirklich vier Stammspieler verloren, wo sicherlich eine gute Qualität hatten, und die 1:1 zu ersetzen, hat die Mannschaft eben noch nicht geschafft. Und deswegen waren die Turbulenzen da, deswegen sicherlich auch die fehlenden Punkte. Wir hätten können auf jeden Fall, denke ich, 4-5 Punkte mehr haben, und dann würde keiner über eine schlechte Vorrunde sprechen. Das ist auch so. 3 Punkte bis Platz 10, eigentlich ist ja gar nichts passiert. Nein, natürlich haben wir uns die 3 Punkte, Leverkusen waren enorm wichtig vor Weihnachten. Letztendlich haben wir dadurch natürlich die Chance, auch noch weiter nach oben zu kommen. Und klar, 18 Punkte ist es nicht übermäßig viel, aber aufgrund der Situation, die wir gerade beschrieben haben, denke ich, ist es noch okay. Und ich glaube trotzdem, dass die Truppe stark genug ist, da in der Rückrunde, wenn sie nicht wieder so gebeutelt wird mit Verletzungen, dass sie da relativ mit oder doch sehr gut noch weiter nach oben kommen können. In der letzten Saison immer viel über dieses Tandem Ekici, Gündogan, vor allem im zentralen Mittelfeld gesprochen. Jetzt hat man ja versucht, auf der Position auch vor der Saison was zu machen, mit Vollen einen erfahrenen Mann und mit dem Didavi einen Jungen da in diese Positionen mit hingeliehen. Aber jetzt ist ja beim Vollner, der ist ja auch verletzt, spielt, ist das auch so eins der Probleme der Vorrunde mit gewesen? Didavi kam erst spät nach einer Verletzung? Ja, also ich persönlich, ich kenne jetzt den Didavi schon seit der B-Jugend und mir hat der Spieler schon immer gefallen und ich setze auch große Hoffnung in ihn, weil für mich ein Spieler ist, der unserer Mannschaft sicher helfen kann, was er teilweise schon angedeutet hat. Der war also nicht hundertprozentig fit. So wie jetzt man sieht, ist er sehr gut durch die Vorbereitung gekommen und von daher glaube ich schon, dass er uns helfen kann. Und es ist immer, man soll vielleicht auch nicht zu viel vergleichen. Natürlich ist auch in Vollner, war öfters krank hier in Nürnberg. Komischerweise muss man sagen, weil dass ältere Spieler öfters krank sind, das ist dann schon eher ungewöhnlich. Wenn die noch nicht so genau wissen, wie sie mit dem Körper umzugehen haben, dann kann das vielleicht mal öfters passieren. Und das hat ihm sicher auch nicht geholfen, so richtig hier anzukommen. Ich meine, er hat dann in Leverkusen auch ein sehr gutes Spiel gemacht auf der 2. Hat sich dann leider die 5. gelbe Karte geholt, sodass er jetzt am Wochenende nicht spielen kann. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass wir da auch in diesem Jahr die Qualität haben. Man darf auch nicht vergessen, letztes Jahr, Gündogan hat in der Rückrunde ganz wenig Spiele gemacht, hat dann teilweise auch nicht mehr so gut gespielt in der Rückrunde. Und trotzdem hat die Mannschaft x Punkte gesammelt in der Rückrunde. Und ich glaube schon, wenn ich fast am meisten mit vermisse, ist eigentlich schon der Schieber vorne drin, der wirklich bei uns eine überragende Saison gespielt hat und auch das Glück hatte, dass er manchmal geschossen hat und das Ding ist reingegangen, was jetzt der Pekard noch nicht immer hatte, obwohl er sich extrem viel Mühe gibt davon, aber er ist doch ein anderer Spielertyp. Kommen wir jetzt nochmal zu diesen Zentralpositionen.
Reini, wie siehst du es an Markus Vollner? Wenn man so Feenforen liest, da gibt es ja so eine breite Bandbreite an Meinungen, hin von der zweite Thomas Broich bis hin, der kann der Mannschaft wirklich helfen, er hat Führungsqualität und hat auch das fußballerische, kämpferische. Wie siehst du ihn? Ja, ich glaube, das Zeug dazu hat er schon, dass er das Spiel gestalten könnte in der Mannschaft. Die Frage ist, warum er es jetzt von der Leistung her nicht immer abrufen kann. Das wäre für mich eigentlich einmal das Interessante, weil ich glaube, dass er auch mal gute Ausbildung gehabt hat und dass er halt wirklich auch das Können dazu hat. Nur oft macht er halt auch Spiele, da fragt man sich dann schon, warum das so ist. Und das würde mich mal interessieren. Das geht wahrscheinlich hier mehreren so in der Runde. Wie siehst du an Didavi am aufsteigenden Ast als der mögliche Spieler, der in der Rückrunde beim 1. FC Nürnberg den Takt angeben kann? Ja, ich glaube, das kann er. Also ich habe ihn in ein paar Spiele richtig gut gesehen und ich muss jetzt sagen, er ist für mich eigentlich im Moment der Spieler, der den Sprung schaffen kann, da als Stammspieler in der Mannschaft zu sein. Von den ganzen Jungen, die jetzt alle da sind. Ja, aber jetzt wieder haben wir wieder das Problem, der ist ausgeliehen. Und wieder starke Rückrunde ist er wieder weg. Ja, werden wir mal sehen. Aber ich denke trotzdem, wie der Reini sagte und auch der Reiner, der kam praktisch mit Meniskusschaden hierher, wurde operiert, keine Vorbereitung im Sommer. Jetzt hat er dann sich ranzukämpfen, ist sicherlich nicht einfach. Jetzt hat er eine vollkommene Vorbereitung mitgemacht und fußballerisch ist er, sage ich auch für mich, der Einzige, der diese zentrale Position im Mittelfeld richtig bekleiden kann. Ein anderer aus dem Mittelfeld, du nennst ihn immer so schön Heckler. Heckler. Ja, rechts hinten jetzt irgendwann mal jetzt im nächsten Spiel wahrscheinlich aushelfen muss. Ist ja auch ein Leihspieler. Nächstes Jahr, oder besser gesagt am Ende der Saison, hat man die Option, okay, man hat eine festgeschriebene Ablöse, halten oder zurückgeben. Muss man ihn halten? Rainer? Ja, okay, also ich denke, das kommt immer auf die Alternativen drauf an, oder wie sich das alles bis dahin entwickelt. Ich kenne jetzt die genaue Vereinbarung nicht, ob der Club jetzt überhaupt die Chance hat. Wenn jetzt Leverkusen sagt, sie wollen ihn unbedingt zurückhaben, ob wir dann überhaupt die Möglichkeit haben, ihn trotzdem zu kaufen. Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und von daher muss man einfach sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke, es ist ein Spieler, der schon einige gute Spiele gemacht hat. Der hat auch eine gewisse Qualität. Bei ihm wirkt es halt manchmal echt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unrund oder irgendwo lethargisch, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Und er hat jetzt auch das wichtige Tor in Leverkusen gemacht, das 2-0. Also ich denke schon, dass er eine gewisse Qualität hat. Aber wir werden trotzdem auch noch die nächsten 1, 2, 3 Jahre sicher immer noch Spiele haben, die wir auch ausleihen. Und ich sehe das nicht nur negativ. Ich denke schon, dass wir auch davon profitieren können. Und die Spieler lernen dann auch. Frag mal heute einen Schieber, was er zu Nürnberg sagt. Ich denke, der wird liebend gern hier noch spielen. Und also die dann vielleicht hinterher auch irgendwann wieder kommen oder vielleicht nach dem Jahr auch bleiben. Wer weiß, ob der VfB für ihn Verwendung hat nächstes Jahr. Ne? Also von daher denke ich schon, man lernt sich kennen, man lernt so Leihspieler kennen. Es werden nicht alle da bleiben, definitiv nicht. Aber ich sehe das auch immer als Chance. Solche Spieler, die wir in dem Moment nicht haben, einfach bei uns mal ein Jahr oder vielleicht auch zwei spielen zu lassen und wer weiß, was daraus wird. Also so negativ sehe ich das gar nicht mit den Leihspielern. Als nächster ein Alex Esswan. Man hat ihn gekauft, ist in Wolfsburg mit Felix Magath deutscher Meister geworden, hat er 6 oder 8 Einsätze gehabt, ist dann den Weg über die dritte Liga, über Dresden, dann in die Bundesliga wieder zurück zum 1. FC Nürnberg. Ist ja auch so ein Spieler, über den es viele Meinungen gibt. Einer der schnellsten Spieler in der Bundesliga überhaupt, chancentot. Worin liegt die Wahrheit, Oskar? Naja, es ist immer schwierig zu beurteilen, wenn man natürlich nicht die tagtägliche Arbeit sieht. Faktisch ist, sein Talent ist klar erkennbar. Also er ist Schnelligkeit, über die alle sprechen, die ist definitiv vorhanden. Er hat ein gutes Dribbling. Ich denke, man darf auch da nicht vergessen, er ist gehört 20. auch noch zu der Riege sehr junge Spieler einfach. Und junge Spieler zeichnen sich in aller Regel leider nicht durch sonderlich viel Konstanz aus. In aller Regel zumindest. Und ich glaube, er macht jetzt einen in Anführungsstrichen ganz normalen Entwicklungsschritt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ja die fränkische Seele, immer das Schlechte zu suchen. Aber wir haben Spieler abgegeben. Was kann der Spieler, was macht er nicht? Also wo hängt er, warum hängt er? Vielleicht sollten wir uns einfach darüber Gedanken machen, wir haben Spieler mit Qualität,
Wir sollten stolz und froh sein, auch solche Spieler wie ein Alexander Isfahan einfach da zu haben. Definitiv. Und es geht jetzt einfach darum, denke ich, diese Jungs zu stärken, zu stützen. Und ich bin schon der Meinung, ihr gehört auch zu den Spielern, über die wir uns hoffentlich bald sehr freuen werden. Ein anderer in dieser Kategorie aus meiner Sicht, ein Robbie Mack. Mittlerweile ist das zweite Jahr in Nürnberg. Slowake, junger Slowake, hatte ja letztendlich mit seinem Papa Marek einen an der Seite, der ihn führen konnte. Fehlt ihm der so ein bisschen an der Seite in diesem Jahr oder ist es einfach auch gar nichts Ungewöhnliches für einen 19-Jährigen, der vor 1,5 Jahren von der Heimat rausgerissen wurde, nach Nürnberg kam, da Eingewöhnungszeit braucht, dass der momentan nach einer überragenden Vorbereitung, muss man ja sagen, auch im Sommer, dann auf einmal in so ein brutales Loch gestürzt ist? Ja, das, wie der Oskar auch schon sagte, junge Spieler brauchen, müssen erstmal Erfahrung, Konstanz sammeln. Konstanz ist im Fußball, bekommt man meistens erst nach 4, 5 Jahren, das ist so. Wir waren auch mal jung, wir waren auch nicht mit 18 Jahren gleich Stammspieler und haben nicht immer gut gespielt. Das ist halt nun mal so. Ich habe auch 3, 4 Jahre gebraucht und das muss man diesen Jungen einfach auch zubilligen. Sie wurden ja jetzt nicht hier als Heilsbringer geholt, sondern sie wurden geholt, um sich irgendwie in 1, 2 Jahre als Stammspieler zu entwickeln. Und denke, der hat eine brutale Schnelligkeit, findet aber noch nicht den richtigen Moment vom Abspiel, Flanke oder Abschluss. Ja. Aber er hat ein gutes Dribbling, der hat sehr gute Anlagen, genauso wie der Alexander Esswein auch, der ein klasse Durchsetzungsvermögen hat. Ihm fehlt vielleicht auch mal ein bisschen Glück im Abschluss. Und wenn er mal ein paar Spiele hintereinander sein Tor macht, denke ich, kann das immer noch ein großer werden. In der dritten Liga hat er immerhin 17 Tore geschossen. Und das ist auch schon eine Duftmarke. Einer, der in der Vorrunde am Anfang, als er gekommen ist, gleich einen ordentlichen Einstand gefeiert hat, in den ersten 5 Spielen 3 Tore gemacht hat, Thomas Speckhardt vorne drin, als Ersatz für Julian Schieber gekommen. Reini, wie siehst du ihn? Hat er die Erwartungen bisher erfüllt oder war halt auch letztendlich die Fußstapfen, die ein Julian Schieber hinterlassen hat, schon richtig, richtig groß auch? Ja, aber man muss mir ernst sagen, Stürmer wird ja immer an die Tore gemessen. Ne? Und ich glaube, er hat 3 Tore gemacht. Also wenn man jetzt vier. Hat in Leverkusen noch. Ja, da muss man natürlich sagen, im Vergleich mit Julian Schieber zieht er da schon wegen den Kürzern. Und, aber eins ist natürlich auch eher sichtbar, er rackert und macht und tut. Und oft ist es jetzt so, gerade die Stürmer, die brauchen oft das bisschen Glück, um einfach mal ein Tor zu schießen. Und so wie es der Rainer gesagt hat, der Schieber, der hat halt draufgehauen und hat das Tor gemacht. Und das, glaube ich, fehlt einfach jetzt im Backhand. Aber man darf natürlich... Man kann natürlich auch nicht ewig warten, weil sonst bist du irgendwann einmal abgestiegen und sagst, naja, er hat ja nicht mehr gemacht wie 4. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass die irgendwann einmal auch wissen, was wichtig ist. Und ich denke, da gehört nicht nur immer, dass man immer noch Ausreden sucht, sondern die Jungs müssen einfach einmal schauen, dass sie eine Form finden hier. Und ich glaube, in Nürnberg ist es auch nicht so schwer, eine Form zu finden. Hier wird alles gemacht für die Spieler. Und ich glaube, ein Stück weit muss man einmal sagen, die müssen ihre Hausaufgaben machen. Und müssen einmal versuchen, ihre Leistungen richtig abzurufen. Man kann nicht immer nur nach Ausreden suchen für die Spieler, dass sie zu jung sind oder dass sie jetzt das Pech haben. Sie müssen einfach was tun. Jetzt hatten wir ja vom Trainingslager so mitgekriegt, es soll eine Systemänderung geben. Bisher war es ja immer klar, ein Stürmer, dann dahinter geballt, viel über außen. Jetzt soll ein zweiter Stürmer vorne für mehr Torgefahr sorgen. Ist das der Weg oder... ist da auch ein bisschen so die Gefahr dabei, die Kompaktheit im Spiel gegen den Ball zu verlieren? Ja, okay. Es ist immer ein Vorteil, wenn eine Mannschaft mehrere Systeme spielen kann. Und ich meine, Dieter Hegging hat es richtig gesagt. Wir haben in der Vorrunde, im Grunde genommen über die ganze Vorrunde, grundsätzlich zu wenig Chancen kreiert, damit ein Thomas Speckhardt überhaupt Tore machen kann. Und da wurde jetzt dran gearbeitet. Und ich denke schon, dass mit 2 Stürmern das eine Möglichkeit ist, in dem Spiel einfach dafür zu sorgen, dass die Mannschaft mehr Chancen hat, die dann vielleicht zu Toren führen. Und von daher denke ich schon, dass wir auch die Spieler dazu haben, ob vielleicht den Alex Esswein dann mal als 2. Stürmer vorne spielt oder auch in Robbie Mack mit ihren Schnelligkeiten. Also von daher bin ich da eigentlich recht optimistisch, dass das der Truppe auch hilft dann in der Rückrunde. Es haben viele Fans gesagt, okay, in der Defensive sind ja neue dazugekommen, das ist gut. Vorne hätten sie sich gerne noch einen gewünscht, so einen Luggage oder Helmes, irgendwas, was in Wolfsburg auf einer Bank rumsaut. Das hätte ja noch genügend andere gegeben. War es richtig, denen zu vertrauen, die man hat? Oder
hätte da schon ein gestandener Stürmer der ganzen Truppe gut zu Gesicht gestanden. Na naja, okay, aber wer hätte es sein sollen? Wie hätte er finanziert werden? Okay, heißt da, durch die Bolscheid-Millionen ist ein bisschen was da, aber ich denke, es muss doch da alles mit Sinn und Verstand passieren. Und man setzt jetzt ein halbes Jahr auf den Pickard, von daher denke ich, wäre es nicht richtig gewesen, jetzt einen ähnlichen Spielertyp zu holen, da ein Konkurrenzverhältnis zu schaffen. Ich denke, mit dem zweiten Stürmer im System und auch mit dem Lussek, der ja auch eher offensiv wahrscheinlich spielen wird bei uns, glaube ich schon, dass man mehr Varianten hat und einfach dafür sorgen kann, dass wir mehr Chancen kreieren. Also ich denke, ein Lakic wäre für uns schwer zu finanzieren und wäre für mich ein zu ähnlicher Typ wie Pekard. Von daher glaube ich, dass die Truppe schon und auch die Offensive aus der Truppe raus schon noch genügend Potenzial hat. Und ich glaube trotzdem, dass der Verein es noch bis Ende Januar immer die Augen offen hat, wenn vielleicht doch noch der eine oder andere kommt, der Sinn macht, aber über die Saison hinaus. Ne? Also ich denke, wir brauchen jetzt keine Hauruck-Aktion. Dafür stehen wir trotz allem Stand heute auf dem Nicht-Abstiegsplatz und haben andere Mannschaften noch größere Probleme. Jetzt hatten wir mit Boniaco und Mike Franz zwei Offensivspieler, ja, die in den letzten Jahren immer wieder, wenn sie drin waren, gezeigt haben, dass sie Bundesliga locker spielen können und da auch eine gute Rolle mitspielen können. Aber konstant auf dem Platz hatten wir sie leider schon lange nicht mehr gesehen. Wird es bei denen überhaupt wieder? Hoffen wir natürlich alle. Also natürlich haben beide mehrere Verletzungen jetzt hinter sich, was sicher nicht ganz einfach ist. Aber auch in der Vorrunde haben sie teilweise angedeutet, dass sie uns helfen können, wenn sie fit sind. Und darauf setze ich letztendlich, dass sie jetzt vielleicht mal ein bisschen Glück haben und verletzungsfrei über die Rückrunde kommen und dadurch vielleicht das ein oder andere Tor für uns schießen können. Gegen Ende dieser zweiten Halbzeit kommen wir jetzt einfach mal dazu, Ausblick auf die Saison. Hätte noch gern zwei schnelle Runden im Durchlauf. Zum einen, auf was freut ihr euch speziell in der Rückrunde in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga? Und zum Zweiten natürlich, wie geht's beim Club aus? Fangen wir doch ganz einfach mal beim Oscar an. Also ich freue mich zunächst einmal überhaupt, dass die Saison jetzt wieder losgeht. Und ich freue mich einfach auf Erfolge. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir aufgrund verschiedenster Maßnahmen, ob das Neuzugänge sind, ob das das System ist, ob das hier das Umfeld ist, ich freue mich einfach darauf, dass jetzt wieder eine erfolgreiche Zeit kommt, denn bleibt dabei, nach jeder Krise oder nach jedem Problem gibt es einfach wieder einen Weg hoch. Wir haben heute die Summe an Problemen gehört, die uns betroffen hat und die ist mit Sicherheit nicht klein und jetzt muss es einfach, ich vertraue darauf und bin mir sicher, dass ein grundsätzlicher Plan da ist, dass die Qualität grundsätzlich auch da ist und ich vertraue darauf, dass die Jungs auf ihre Qualitäten vertrauen und mit der Unterstützung der Fans vertraue ich auf eine erfolgreiche Saison. Rainer, wo liegen deine Vorfreuden auf die Saison und gehört der Club damit runter? Ja, natürlich. Ich freue mich auf eine spannende Rückrunde. Wir haben viele tolle Heimspiele. Dortmund, Bayern, Top-Gegner hier, wo man nur gewinnen kann. Und das werden sicher heiße Duelle. Trotz allem sieht man ja, man kann jeden schlagen. Hat man Leverkusen gesehen. Ich freue mich aber auch auf das U19-Halbfinale. Im Pokal steht die U19 gegen Hertha BSC Berlin. Wenn sie das gewinnen, sind sie im Pokal ins Spiel in Berlin. Das findet im Match statt. Auf das freue ich mich auch. Und von daher glaube ich schon, dass wir einige Highlights haben werden mit einem guten Ausgang. Also ich bin überzeugt, dass wir mindestens Platz 12 erreichen. Das würde hier, glaube ich, in der Runde und auch draußen im Internet jeder erstmal unterschreiben. Kannst du noch einen draufsatteln und sagst, Platz 12 ist doch Quatsch. Na, man muss ja realistisch bleiben. Ich denke auch, also mir ist jeder Platz lieb, wenn wir nicht in die Relegation müssen. Und Trauma wäre dann vielleicht noch Relegation gegen Fürth. Also na, ich bin auch überzeugt, bin vom Trainer gespannt überzeugt, bin von der Mannschaft überzeugt und ich denke, dass wir in der Liga bleiben, möchte mich jetzt nicht über den 12. Platz nach vorne hinausfragen. Ist mir auch wurscht, wie gesagt, wenn wir 15er wären, bin ich auch zufrieden. Bevor wir jetzt zum Reini noch abschließen kommen, noch eine Zuschauerfrage. Kann vielleicht auch daran sein, liegen, dass die Spieler teilweise schnell nervös werden, weil die Zuschauer, die Fans manchmal relativ schnell ungeduldig werden, pfeifen, unruhig werden auf den Rängen?
Ja, aber das ist so, damit muss man leben im Fußball, das gehört zum Geschäft dazu. Wenn man die Leistung nicht bringt, dass gepfiffen wird oder dass schlechte Kritiken kommen, ist natürlich für jüngere Spieler schwerer zu verkraften, für welche, die schon 200 Bundesligaspiele hinter sich haben. Und wir haben halt doch eine relativ junge Mannschaft, die dadurch auch schnell aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Also muss aber ich glaube nicht, dass man behaupten kann, dass in Nürnberg früh gepfiffen wird. Ich denke, da gibt es andere Städte oder Vereine in Deutschland, da pfeifen die Zuschauer viel früher und die Spieler müssen auch sehen, was für überragende Unterstützung sie in der Regel hier haben bei uns. Also von daher sollte das eher, natürlich merken sie, dass die Fans mit Herz und Blut dabei sind und es in der Niederlage vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist als dann in Hoffenheim, sage ich mal. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das eher Druck ausübt auf die Spieler. Also für mich persönlich war es eigentlich immer ein Erlebnis da im Frankenstadion. Damals noch Frankenstadion zu spielen. Reini, ich denke mal, dir hat es auch wesentlich mehr Freude gemacht, vor ausverkauftes Haus einzulaufen, die Fußballschuhe zu schnüren. Wird es ja sicherlich zumindest mal in der Rückrunde einige ausverkaufte Spiele beim 1. FC Nürnberg geben. Wo liegen denn deine Freuden auf die Saison und speziell beim 1. FC Nürnberg? Also ich würde sagen, aufs Ende der Rückrunde und mir auf keinen Relegation oder Abstiegsplatz stehen. Ich glaube, das wäre das, auf was ich mich freuen würde. Und abschließend nochmal, gibt es ein Derby nächstes Jahr? Und wenn ja, in welcher Liga? Und wünscht man sich das überhaupt? Ja, ich glaube, Derby ist immer interessant. Egal, jetzt, das hat man im Pokal gesehen, auch was da für Stimmung ist im Stadion. Ich glaube, wenn man so die Choreografie und alles gesehen hat, dann ist das schon ein Highlight. Das Problem, glaube ich, ist, dass viele Spieler gar nicht wissen, was das Derby mit Fürth, wie heiß das eigentlich ist. Weil viele, die glauben ja, dass das eine Vorstadt von Nürnberg ist oder ein Vorort von Nürnberg. Und auf einmal merken die, das ist einmal eine ganz andere Geschichte. Also die sind heiß, die wollen hier gewinnen in Nürnberg. Und ich glaube, viele, die beim Club spielen, können das, was das Derby eigentlich ausmacht, gar nicht richtig einschätzen. Gibt es nächstes Jahr ein Derby oder? Ja, ich sage dir lieber nichts dazu. Weil Dieter, wie siehst du es? Ja, wenn wir in der Bundesliga sind, dann ist mir das wurscht. Dann können die Vierter, wenn wir auch aufsteigen. Aber andererseits muss ich sagen, man muss so viel mit dem Nachbar konkurrieren, dass man ihnen auch nicht immer das Beste wünscht. Ne? Das ist bei Derbys gehören ja Emotionen mit dazu. Bei aller Wertschätzung, was sie für eine Arbeit machen mit ihrem relativ geringen Budget, das muss man schon auch anerkennen. Aber Derby, habe ich gelernt, ist ein Derby und Fürth gegen Nürnberg ist das Derby der Derbys in Deutschland. Und da kann man halt, ist halt sehr schwierig, wenn man verliert. Ne? Ja, das denke ich mir. Hat er der 1. FC Nürnberg leider zu spüren bekommen? Leider, ja. Aber wir haben ja gesagt, über das Spiel wollen wir weniger reden. Gibt es solche Spiele öfter in der nächsten Saison? Ist es nur eine blanke Theorie, nur ein Wunschtraum mancher Fans oder schon auch mit Realitätssinn behaftet? Ja, okay, ich denke, das führt auch dieses Jahr die Möglichkeit hat, aufzusteigen und sie stehen heute auf Platz 2. Also von daher besteht die Gefahr, dass sie aufsteigen, definitiv. Aber okay, wie gesagt, Derbys, das würde uns, es wird sicher Derbys geben nächstes Jahr. Wenn wie es wieder Dieter sagt, wenn natürlich dann nur in der ersten Liga. Und es ist halt, wir haben im Grunde genommen haben wir bei unseren 12 Jugendmannschaften oder Mannschaften jedes Jahr x Derbys. Und von daher wissen die jungen Spieler eigentlich schon, was ein Derby ist, weil der Reini sagt, die Profimannschaft hat vielleicht nicht immer genau, was es bedeutet. Aber das gehört dazu zum Fußball und letztendlich ist es bisher so natürlich auch, das muss man auch so sagen, dass es immer so ist, dass der 1. FC Nürnberg mehr verlieren kann. Und das merken wir teilweise im Jugendbereich. Und das hat man natürlich auch ein bisschen in dem Spiel gemerkt. Es ist trotz allem so, dass die Fürther da in erster Linie gewinnen können. Und das haben sie gemacht jetzt vor Weihnachten. Ja, Oskar, du wirst sicherlich auch in der Jugend des öfteren Derby spielen. Also du bist Derby erfahren. Für dich Derby wünschenswert nächstes Jahr, wenn dann eh nur in der ersten Liga? Oder naja, ist das so eine Erfahrung, wo man sagt, braucht man lieber nicht? Also ich lege mich fest, ich würde sagen, wir werden viele Derbys sehen nächstes Jahr, im Jugendbereich definitiv. Und ansonsten freue ich mich auf ein tolles Jahr und nachdem man sich für jedes Jahr was wünschen kann, ich wünsche mir einen Club in der ersten Liga und
Ich wäre glücklicher mit Fürth in der zweiten Liga. Das lassen wir doch als Schlusswort jetzt einfach mal. Klar, Gott, jawohl. So stehen. Bedanke mich für die unterhaltsame, muntere Runde. Ich denke mal, wir haben ein bisschen so hinschmecken können, hinriechen, fühlen können auf die bevorstehende Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Hier oben waren wir uns so ziemlich alle einig, dass der 1. FC Nürnberg mit dem Abstieg zumindest mal nichts zu tun hat. Wenn man das dann auch nach dem 34. Spieltag schwarz auf weiß so auf der Tabelle so sehen kann, sind wir, denke ich mal, alle beruhigt. Aber wir sind auf jeden Fall mal heiß auf das 1000. Bundesligaspiel des 1. FC Nürnberg. Das kriegen wir ja am Samstag geboten. Da hoffen wir natürlich auf einen Clubsieg. Und alle, die sich das Ganze hier im Internet mal anschauen, noch einen schönen Abend. Dankeschön.